Ja, dann will ich mal loslegen. Hallo Michael, hallo liebe YouTube-Fans. Hallo. Heute diskutieren wir zum letzten Mal Sequenzen über das Leben von Johann August von Hagen. Der war bis 1856 nur der Herr Hagen. Danach wurde er in den erblichen Adelstand erhoben. Und er interessiert in diesem Video, welche Bedeutung hatte der Adelsbrief des Zaren für die Familie Hagen? Ja, da höre ich mal die Worte eines Fachmanns. Ja, also von mir auch nochmal hallo. Ich denke, so diese, die Bedeutung von diesem Adelsbrief, die müssen wir auf verschiedenen Ebenen suchen. Ja, wir wollen vielleicht nochmal kurz zeigen. Ne? Genau. Da ist ja, wenn man dann schon mal hat, ist also hier, ich blende vielleicht später nochmal detailliert ein. Da oben das Zarenwappen, da ist der mehrseitig und auf der letzten Seite, da haben wir dann hier unten auch noch so ein richtig so Wachssiegel. Ne? Okay, aber jetzt brauchen wir mal ein bisschen was. Und dazu. Wir haben auch eine Übersetzung von der Urkunde. Ah ja, genau, die blenden wir dann auch noch. Sollten wir vielleicht sagen, ja, dankenswerterweise der Herr Deitsch für uns angefertigt, von einem Übersetzungsbüro, dass man dann eben auch mal in den Urkundentext reingucken kann, weil weder der Herr Rennert noch ich sprechen Russisch und da braucht wir natürlich auch eine Übersetzung und auch für die Leser. Ja, zurückzukommen auf die, zu dem Adelsbrief. Ich hatte ja gesagt, das ist auf verschiedenen Ebenen zu suchen und vielleicht um da jetzt ein bisschen Einstieg zu finden, der Johann August von Hagen, der bekommt nicht einfach einen Brief, in dem steht, Sie sind jetzt Adliger, sondern diese Adelserhebung, die geht natürlich einher damit, dass er einen Verdienstorden bekommt, nämlich den Verdienstorden des heiligen Wladimir. Ganz kurz, was ist ein Verdienstorden? Die modernen Verdienstorden, die wir heute kennen, die gehen eigentlich alle zurück auf eine Entwicklung, die im 17. und 18. Jahrhundert einsetzt, dass man nämlich mehrstufige Orden entwickelt. Mhm. So Eiserne Kreuz, genau. Erster, zweiter Klasse Ritterkreuz oder genau. Bei den Engländern gibt es noch was. Bei den Engländern gibt es was, bei den Franzosen ganz groß, da orientieren sich auch die meisten dran, das ist die französische Ehrenlegion, die ist sogar fünfstufig aufgestellt, also in Ritter, Offizier, Kommandeur, Großoffizier und Großkreuz. Und eben dieser Wladimir-Orden, ein russischer Orden, die natürlich im russischen Zarenreich auch Bedarf an Orden hatten, der ist sogar noch ein bisschen älter als die französische Ehrenlegion und hat selber schon vier Stufen. Die sind auch ganz ähnlich wie die französische Ehrenlegion, nämlich Ritter, Komtur, Großkreuz, zweiter Klasse und Großkreuz, zweiter Klasse. Und der ist, ich hatte eben gesagt, der ist ein bisschen älter, der ist als die französische Ehrenlegion, der ist gestiftet worden von der russischen Zarin 1782, genau 1882 wäre ein bisschen spät gewesen. Also Katharina II. Hat ihn gestiftet zu ihrem 20-jährigen Regierungsjubiläum im Jahr 1782 und gleichzeitig sollte eben dieser Orden des heiligen Wladimir an den Großfürsten des Kiewer Rus, Wladimir I., erinnern. Der hat im Kiewer Rus, das ja so wie ein Vorgängerreich des Russischen Reiches ist, von dem sich heute die Russen und auch die Ukrainer noch ableiten. Da hat er eben im 10. Jahrhundert die Christianisierung massiv vorangetrieben und an den sollte eben damit erinnert werden. Dieser Orden, der ist auch sehr lange verliehen worden, der ist bis ins beginnende 20. Jahrhundert verliehen worden. Noch mit den Bolschewiken war dann Schluss. Genau, da war dann Schluss. Der wurde dann nach der Russischen Revolution 1917 wurde der nicht mehr verliehen. Warum? Die Sowjets, die hatten natürlich eigene Orden, das waren dann meistens nur Sternformen oder ähnliches. Und die Träger von kaiserlichen bzw. zarischen Orden, die waren natürlich nicht mehr wohlgelitten, weil die waren dann ja selber Adlige und waren somit der Klassenfeind. Wurden unheimlich viele, mussten fliehen oder wurden deportiert und ermordet. Ja, die Hagen-Nachfahren sind ja dann auch ausgewandert. Genau, ne? Genau, die mussten ja auch. So sind wir ja da angekommen. Genau, so sind wir da ja angekommen. Und wahrscheinlich ist der Orden dann, nachdem er eben nach 1917 in der Form nicht mehr verliehen wurde, so um 1960 erloschen. Wie komme ich jetzt auf 1960? Das ist eine rein biologische Überlegung. Das ist ein Verdienstorden und der wird eben natürlich nicht unbedingt an einen 20-Jährigen verliehen, sondern eher an Leute, die über lange Jahre treue Dienste geleistet haben. Um eben beispielsweise in die vierte Klasse zu kommen, musste man 35 Jahre lang treuen und tadellosen Dienst als Zivilbeamter geleistet haben. Wenn man 35 Jahre als Beamter tätig war, dann ist man im gesetzten Alter von, sagen wir, Anfang, Mitte 60. Und wenn man dann eben hochrechnet von 1917, wenn es da noch Verleihung gegeben hat, etwa 30, 35 Jahre hoch, dann wären die Leute so um die 90, 95, vielleicht sogar 100 gewesen. Also da müssen dann die letzten Ritter oder die letzten Ordensträger
verstorben sein, so um 1960. Mhm. Es gibt ihn heute wieder, oder beziehungsweise es gibt wieder einen Wladimir Orden, der ist in der Sowjetunion neu gestiftet worden von der orthodoxen russischen Kirche und ist somit vom weltlichen Orden nicht transformiert worden, aber neu belebt worden als ein kirchlicher Orden. Praktisch der Name erhalten worden, genau. Von dem Wladimir, oder das Gedächtnis an den Wladimir wurde geweckt. Genau, das Gedächtnis wurde erhalten, aber eben die Orden sind nicht mehr wirklich miteinander vergleichbar. Okay, also Orden ist ja jetzt erörtert worden. Wichtig ist ja außer diesem gesellschaftlichen Aspekt, dass man sich eben von Hagen nennen durfte, Ritter war, wenn man so will, ist natürlich auch das, was hat er sonst so für Vorteile. Wenn da eben gesagt wurde, das war eine Stiftung von Katharina der Zweiten, ne, dann geht ja meistens mit Stiftungen auch Geld einher. Das heißt, die Ordensträger haben ja dann irgendwelche Zuwendungen bekommen. Genau, dieser soziale Aspekt, das ist ein ganz wichtiger. Wir hatten ja eben gesagt, das ist natürlich erstmal ein Prestigegewinn dieser Adelserhebung. Da geht natürlich auch eine gewisse Privilegierung mit einher, dass man vielleicht bei Behördengängen oder so nicht mehr so der Willkür der Beamten ausgesetzt ist wie als einfacher Bürger oder einfacher Untertan. Dass man vielleicht auch beim Reisen ein bisschen größere Vorteile hat, das hat man ja auch schon mehrfach besprochen, wie beschwerlich die Reisen waren, dass die vielleicht einfacher waren. Aber der größte Aspekt ist natürlich, dass jeden Träger des Ordens des Heiligen Wladimir ab der untersten Stufe eine jährliche lebenslange Pension zustand. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Das war auch abgestuft. Die oberste Stufe, das ist Großkreuz erster Klasse, die bekamen 600 Rubel und die unterste, die bekamen 100 Rubel. Aber es ist definitiv eine vorhandene soziale Absicherung bis zu einem bestimmten Bereich. Man könnte es vielleicht als eine staatliche Rente bezeichnen, denn unser Freund Johann August von Hagen, der bekam eben nicht nur diese 100 Rubel Rente, sondern er bekam eben auch noch für seine Tätigkeit als Organist in Tallinn, also dem heutigen Reval, von der dortigen Gemeinde jährlich 150 Rubel in Silber zusätzlich. Also eine Art Betriebsrente, und das andere, was mit dem Orden verbunden war und dem Adelstitel, das war, wenn man so will, die staatliche Rente. Genau, könnte man vielleicht so ein bisschen zugespitzt so formulieren. Und was aber noch ganz interessant ist eben in diesem Zusammenhang ist, er hat zwar brieflich in der Adelsurkunde stehen, dass ihm diese Rente zusteht und dass sie ihm garantiert wird. Wenn man dann aber mal in seine Erinnerungen hereinguckt, dann beschreibt er da, dass es... Erinnerungen, wenn ich das mal kurz einflechten will, er hat im Alter von 80 Jahren was geschrieben, der zweitjüngste Sohn Theophil hat das dann abgeschrieben und das ist das, was wir aber so auch im Internet aufarbeiten und bereitstellen. Genau. So, jetzt habe ich unterbrochen. Kein Problem. Und da beschreibt dann der Johann August von Hagen eben, dass es eben doch nicht so einfach war, an das Geld ranzukommen, dass da eben die zuständigen Beamten ihm das erst nicht auszahlen wollen oder auch nicht auszahlen können. Da werden dann immer mal verschiedene Begründungen aufgeführt. Da heißt dann an einer Stelle, ja, wir können aber diese oder jene Dienstjahre gar nicht anrechnen, weil da waren sie ja noch gar nicht russischer Untertan. Oder an anderer Stelle heißt es, man könne das Geld nicht auszahlen, weil der Fonds noch nicht verfügbar sei oder noch nicht eingerichtet sei. Also es scheint wohl auch ein bisschen davon abgehangen zu haben, wie der jeweilige Gouverneur der Provinz oder der des Regierungsbereiches die Gelder zur Verfügung hatte. Fast wie heute, die Rentenanhebungen sind ja auch immer ein bisschen an die gefüllten Kassen oder nicht gefüllten Kassen gekoppelt. Genau. Und da beschreibt der Johann August von Hagen dann eben mit ein paar Sätzen, also er geht dann auch nicht ins Detail, aber er sagt dann, da musste ich mal mit dem verhandeln und das hat dann doch ein paar Jahre gedauert, bis sie dann mal rumkamen. Und am Ende kommt dann raus, dass er von diesen 100 Rubeln nicht die volle Anzahl ausgezahlt bekommen kann pro Jahr, sondern nur 85, weil man sich wohl auf einen Punkt zurückzieht, dass er eben nicht alle 35 Jahre erfüllt habe, obwohl er die eigentlich da stehen hat. Also man sieht auch, wenn er in einen gewissen privilegierten Adel kommt, das ist kein Selbstläufer, dass er dieses Geld bekommt. Und es war beim Lesen eigentlich ganz, ganz spannend, dass er eine Summe hat, die ihm garantiert wird. Und was dann aber Theorie und was dann Praxis ist, sieht man auch schon daran, sind dann doch nochmal zwei Paar Schuhe, um es jetzt einfach mal so zu sagen. Staat muss immer sparen. Genau. Okay, ich denke, da haben wir dann herausgearbeitet, worum es im Wesentlichen ging. Ehre war die eine Sache, Alterssicherung die andere. Dann
ist dieses, also die letzte Sequenz zum Johann August von Hagen. Was wir heute noch im Anschluss machen werden, ist, dass wir diese Sequenzen, die, ich glaube, die zehnte ist das denn hier gewesen, dass wir die in einer Sequenz, die wir dann vielleicht Intro nennen, nochmal aufarbeiten, und dort wird dann vielleicht in 3 bis 5 Minuten gesagt, worum dreht es sich in diesen einzelnen Sequenzen. Was werden Sie erwarten, wenn Sie jetzt vielleicht mit dieser Intro-Sequenz beginnen? Was werden Sie erwarten, worüber wird Michael Steinmetz oder ich uns unterhalten? Und das ist also das, wo wir Sie hier dann vielleicht noch darauf hinweisen wollen. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss, ja.